Es ist ein recht interessanter Kontrast, den Adria Airways bietet. Als größte slowenische Airline verfügt das Mitglied der Star Alliance gerade mal über 12 Flugzeuge. Bereits 1961 im damaligen Jugoslawien gegründet, kann die Airline auf über 50 Jahre Erfahrung im Charter- und Linienflugverkehr zurückblicken. Frankfurt ist dabei ein wichtiges Drehkreuz für die Airline. Den Linienverkehr nach Frankfurt haben wir bereits 1988 aufgenommen. Heute fliegen wir dreimal täglich nach Frankfurt. Es ist unsere größte Route. Wir haben pro Jahr 120.000 Passagiere. 55% sind Umsteigepassagiere aus Europa, Amerika oder Asien. 45% fliegen direkt nach Slowenien als Touristen oder zum Arbeiten. Und ich bin sicher, Sie wissen nicht, dass Adria Airways auf Rang 6 der Airlines mit den meisten täglichen Flügen ab Frankfurt steht. Wir dürfen heute mitfliegen, um in der Heimat der Adria Airways, der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, Land und Leute etwas näher kennenzulernen. Mit Sarah Slodaj erleben wir einen ereignisreichen Tag. Die Pressesprecherin der Adria Airways lebt seit ihrer Geburt in Ljubljana. Ich liebe es, in Ljubljana zu leben. Diese Stadt ist so lebendig. Ich liebe es, sonntags morgens zum Markt zu gehen. Es ist ein Treffpunkt für viele Menschen hier. Es gibt jede Menge tolle Plätze entlang des Flusses. Die drei Brücken sind super. Hier treffen sich viele Menschen aus Ljubljana. Kaum ein anderer Platz zeigt das slowenische Flair so typisch wie die Hauptstadt selbst. Wer jugoslawische Einflüsse vermutet, liegt falsch. Vielmehr erinnert das Städtchen an Österreich. Drazen Kunstic arbeitet seit über 28 Jahren für Adria Airways in Frankfurt und weiß um die besondere Verbindung zum Heimatstandort. Das, was die Stadt und Slowenien bietet, bietet auch Adria, überträgt sich dann auf unseren Flüge, die Freundlichkeit. Wir geben uns auch Mühe, dass das Essen auch in gewissem Sinne ein bisschen slowenisches Taste bekommt. Da fängt schon das, was man in Slowenien findet, an. Und das ist wichtig für uns, nicht nur die Beförderung, sondern dass diese Kultur auch unsere Crews schon dem Passagier vermittelt. Adria Airways fliegt im Moment 25 Ziele in Europa an. Doch durch den starken Partner Star Alliance verbindet die Airline Slowenien über Frankfurt mit der ganzen Welt. Wir machen für unsere Passagiere alles möglich. Wir kommen gerne wieder in das kleine Städtchen, in dem sich ein normaler Arbeitstag anfühlt wie Urlaub.